Hallo Leute, wie geht es euch? Wir hoffen natürlich gut. Uns geht es auch gut. Und wir haben für euch ein neues Video zu TELC B1, Sprachbausteine Teil 1. Der Titel lautet Urlaub im Weltraum. Liebe Deutschlerner, liebe Deutschlernerinnen, habt ihr auf der Erde schon alles gesehen, was euch interessiert? Hier ist alles richtig, denn alles ist ein Pronomen, ein Indefinitpronomen, auf Englisch everything. Alle und allen sind Artikel. Alle ist der Plural von jeder, jede, jedes im Nominativ. Allen ist der Dativ Plural. Dann könnt ihr euch darauf vorbereiten, einen eurer nächsten Urlaube im Universum zu verbringen. Hier geht es um die Adjektivdeklination. Wir haben Genitiv Plural nach einem Possessivpronomen und deshalb nächsten. Wie ich im Internet gelesen habe, werden bis zum Jahr 2030 die ersten Urlaubsreisen ins Universum stattfinden. Bis zum. Nach bis zum oder bis zur muss immer ein Nomen stehen, weil wir einen Artikel haben. Und deshalb passt hier auch bis alleine nicht. Und vor ist natürlich inhaltlich falsch. Allerdings wird es nicht ganz billig sein, wenn man unseren blauen Planeten von oben sehen will. Wann auf Englisch when passt hier natürlich inhaltlich gar nicht und ob passt auch nicht, weil wir ob nur in der indirekten Frage benutzen. Und hier haben wir keine indirekte Frage. Etwa $150.000 soll der Flug in den Weltraum kosten. Wir haben hier die Wechselpräposition in mit Bewegung wohin. Weltraum, Raum ist maskulin und deshalb Akkusativ maskulin in den. Und auch sonst wird diese Ferienreise ein ganz neues Urlaubsgefühl vermitteln. Darf und muss passen hier inhaltlich nicht. Wir brauchen Futur und deshalb wird plus Infinitiv vermitteln am Ende des Satzes. Kein bequemes Hotelzimmer wartet auf euch. Warten auf, to wait for. Sondern eine enge Kabine. Man muss im Stehen schlafen, das ist ein Ausdruck. Im Stehen schlafen. Ich glaube, auf Englisch heißt das while standing. Und Spezialschuhe tragen, mit denen man am Boden haften bleibt. Das hier ist Relativpronomen. Nach mit brauchen wir den Dativ. Und das Relativpronomen bezieht sich auf Spezialschuhe. Und Schuhe ist Plural. Dativ Plural, Relativpronomen ist denen. Und vor Reisebeginn müsst ihr auch noch ein spezielles Weltraumtraining durchführen. Ich glaube, das ist inhaltlich ganz klar. Jedoch kann nicht jeder Interessent teilnehmen. Voraussetzung ist neben einer gut gefüllten Geldtasche, neben bedeutet hier so viel wie außer, beside, und ist dann immer mit Dativ. Und wir haben Geldtasche, feminin, Dativ feminin, einer. Eine stabile physische und psychische Gesundheit. Viele Grüße, Roswitha. So, das war's wieder von uns. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg beim Lernen und verabschieden uns mit einem Tschüss, Servus, Baba und Wiederlurge. Macht's gut, euer Deutsch Global Team.